Warte mal kurz. Ja, ich rede mit dir, Mensch. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du da tust? Ein Lebensfaden zu zerschneiden führt zum Tod eines Menschen. Und das ist unumkehrbar. Clotho, sag du doch mal was. Lachesis, halte dich aus der Entscheidung des Menschen raus, Schwester. Als Schicksalsgöttinnen sollen wir neutrale Beobachter sein. Habe ich recht, Atropos? Atropos erinnerte ihre Schwestern daran, dass ihr Streit vollkommen umsonst war. Die Entscheidung des Menschen war schon lange vorherbestimmt. Oh, Atropos, kannst du nicht einmal normal sprechen? Atropos fand ihre Art zu sprechen durchaus normal und überging die Bemerkung elegant. So, Mensch, du bist dran. Was wirst du tun? Ich mag diesen Teil der Geschichte nicht. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und trotzdem musste er erzählt werden. Was? Moment mal. Ich erinnere mich an diesen Ort. Wir waren viele Male gemeinsam hier. Richtig. Wie hast du ihn nochmal genannt? Die Welt dazwischen. Wir fanden, dies sei ein passender Ort für unsere Begegnungen. Ich meine, eine Sterbliche, der Tod. Begegnungen? Sehr charmant, Thanatos. Wie immer. Diese Schatten, sind das die Seelen, die du nicht... Ja, sie sind hier gefangen, um mich für immer an mein Versagen zu erinnern. Du musst dir selbst vergeben, Thanatos. Ich würde es begrüßen, wenn wir die Vergangenheit ruhen lassen. Du wirst dich niemals ändern, oder? Der Tod ist genauso unveränderlich wie unabwendbar. Nun zeig dich schon. Es gibt keinen Grund, deine Show bei mir abzuziehen. Hallo, Morven. Du siehst, tot aus? Ich fürchte ja. Was ist mit Prim? Ist sie... Dem Kind geht es gut. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Nein, es geht ihr nicht gut. Sie braucht jemanden, der ihr zur Seite steht. Gerade jetzt. Erinnere dich an die Verheißung der Schicksalsgöttinnen, als sie geboren wurde. Eine Macht über Leben und Tod würde in ihr erwachen, sobald sie... Sobald sie 16 Jahre alt wird, ich weiß. Vergessen liegt nicht in meiner Natur. Pass mal auf. Bis jetzt war es ja in Ordnung, dass du dich fein aus allem rausgehalten und dein Ding durchgezogen hast. Wir sind sehr gut ohne dich zurechtgekommen. Aber jetzt... Jetzt ist das anders. Sie braucht Hilfe. Nun, ich hörte, die Waisenhäuser heutzutage seien besser als ihr Ruf. Ist das alles nur ein kosmischer Witz für dich? Sie ist auch deine Tochter. Wie soll ich mich um mein Kind kümmern? Du weißt, wer ich bin. Ich weiß, dass du Verpflichtungen hast, aber deine Tochter ist jetzt eine von ihnen. Sie braucht dich. Ich brauche dich. Also wirst du einen Weg finden müssen, wie du für sie da sein kannst. Versprich mir das. Versprich es mir! So sei es also. Ich verspreche es. Gut. Und sei nett zu ihr, hörst du? Ich werde es versuchen. Dann bin ich bereit, glaube ich, für das, was als nächstes kommt. Auf Wiedersehen, Morven. Gute Reise. Werde Vorbereitungen treffen müssen, bevor ich das Kind in mein Reich hole. Der Tod hat eine Tochter. Das ist doch absurd. In der Welt der Lebenden hatte Prim nicht den blassesten Schimmer, dass Thanatos, der Gott des Todes,
bereits auf dem Weg zu ihr war. Die Gedanken des Mädchens waren von einem Nebel aus Trauer umschlossen. War ihre geliebte Mutter Morwen doch erst Wochen zuvor durch einen furchtbaren Unfall verschieden. Der Verlust einer geliebten Person bringt Menschen dazu, seltsame Dinge zu tun. In Prims Fall tat sie, was alle 15-Jährigen getan hätten. An verbotene Orte gehen. Das ist es also. Moms Geheimversteck. Sie hätte mir nie erlaubt, hier raufzugehen. Prim, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Da oben ist es ganz schön dunkel. Mach dir nicht wieder ins Hemd, Triss. Können wir nicht wenigstens warten, bis das Wetter besser ist? Das Gewitter macht alles doppelt so gruselig. Komm schon, du Feigling. Du hast es versprochen. Mach jetzt keinen Rückzieher. Muss ich wirklich? Tristan, bitte. Das ist wichtig für mich. Wenn ich durch Moms alte Sachen stöbere, dann fühle ich mich ihr irgendwie nah. Wenn auch nur für einen Moment. Na gut. Aber ich bleib auf der Leiter. Wow. Was ist das alles? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Warum kommst du nicht hier rauf und hilfst mir? Nein, danke. Echt jetzt? Was ist es diesmal? Deine Angst vor Dunkelheit oder vor engen Räumen? Beides zusammen. Und vergiss die Spinnen nicht. Triss, hinter dir! Ein dreiköpfiger Hund! Ein was? Keine Panik. Er hat heute schon einen Jungen gefressen. Ha, ha. Ich frage mich, was da für ein Ort abgebildet ist. Normalerweise hat Mom keine Fotos von Gebäuden gemacht. Sie war mehr der Porträttyp. Ich kann nur hoffen, das Huhn, dem diese Monstrosität entstammt, ist genauso groß. Ansonsten... Autsch. Oh... Ich hoffe wirklich, dass Mom mir das Ding nicht in die Wiege gelegt hat. Wobei, es würde die Albträume erklären. Es schüttet nicht mehr aus Eimern, vielmehr aus Badewannen. Das Haus von Tristans Familie. Wir sind Nachbarn, solange ich denken kann. Und nachdem Mom gestorben war, hat seine Familie mich bei sich aufgenommen. Mom und Musik? Nein, wahrscheinlich war das nicht ihre. Ein Sack mit Maulwurffutter? Seltsam. Seltsam. Die Dielen machen hier ein anderes Geräusch. Das ist beim Boden bei uns zu Hause überall so. Und ihr solltet das wirklich mal reparieren lassen. Das macht mich echt wahnsinnig. Madame kann jederzeit in ein Hotel umziehen, wenn sie möchte. Haha. Du weißt, ich bin dir und deiner Familie super dankbar, dass ihr mich aufgenommen habt. Ehrlich. Obwohl mein Dad ununterbrochen seine seltsamen Kunststücke übt? Der Mann ist so peinlich. Ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, um nicht obdachlos zu sein. Und um bei deinem besten Freund zu wohnen. Ja, das auch. Hey, zumindest kennst du deinen Dad. Mom hat mir von meinem nie was erzählt. Also... Was ist da jetzt unter meinen Füßen? Jackpot! Eine Schatulle und... ein Geschenk? Das muss für meinen Geburtstag sein. Aber hast du nicht nächste Woche Geburtstag? In 3 Tagen und 2 Stunden, um genau zu sein. Mom hat eben vorausgeplant. Es ist, als hätten diese Sachen hier auf mich gewartet. Ich weiß, dass Mom diese Zeilen nie lesen wird. Und trotzdem,
Es klingt zwar dämlich, aber diese Tagebucheinträge zu schreiben fühlt sich fast so an, als könnte ich noch mit ihr reden. Moms Kamera! Sie hat ihr alles bedeutet. Und sie wollte, dass ich sie bekomme. Moms geliebte Polaroid-Kamera. Sie hat das stärkste Blitzlicht, das ich kenne. Was für eine seltsame Schatulle. Dafür, dass sie so klein ist sie ziemlich schwer. Ich kann sie nicht anheben. Aber vielleicht kriege ich sie ja auf. Verschlossen. Und ich sehe kein Schlüsselloch. Nur eine Einkerbung in der Form eines Totenschädels. Es muss einen Weg geben, sie aufzukriegen. Und ich bin mir sicher, Mom hat hier irgendwo was versteckt. Dieser Teil des Dachbodens ist total dunkel. Ohne Licht werde ich hier wohl kaum was finden. Und wir wissen alle, dass die tollsten Dinge immer an den dunkelsten Orten zu finden sind. Mal sehen, ob wir hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Die Batterien scheinen leer zu sein. Ich sollte Tristan fragen, ob er mir welche holen kann. Tristan, kannst du mir bitte Batterien aus dem Wohnzimmer holen? Ich brauche sie für die Kamera. Klar. Aber sei vorsichtig. Du kennst mich. Ich bin so elegant wie... Mir geht's gut. Er wird es niemals lernen. Du-di-du. La-na-na. Hier. Die Batterien. Und einen Keks. Danke. Er mag alt sein, aber nicht alt genug, um ihn nicht mehr zu essen. Köstlich. 3 Volt voll purer Magie. Damit sollte es gehen. Auf zu einem neuen Versuch. Ich sollte mir das Foto ansehen. Vielleicht finde ich darauf ja etwas Interessantes. So sieht's da also aus. Noch mehr Kisten. Wow. Aber Moment mal. Was glänzt da so? Da ist etwas, das das Blitzlicht reflektiert haben muss. Bestimmt kann ich es jetzt in der Dunkelheit finden. Eine Halskette. Sie muss Mom gehört haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Geschmack so schräg war. Sie hat einen Totenschädelanhänger. Der kleine Schädelanhänger passt genau in die Vertiefung der Schatulle. Mal sehen, was da drin ist. Was? Was war das? Okay, das wird mir langsam zu schräg hier oben. Prim, können wir jetzt gehen? Bitte. Weißt du was? Geh du doch schon mal vor. Ich brauche sowieso einen Moment für mich. In Ordnung? Bist du sicher? Ja. Aber lass mir noch Kekse übrig. Da musst du dich schon beeilen. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Doch mit der Trauer ist es nicht so leicht. Der Schmerz verbleibt oft wie ein lästiges Stechen, das sich weigert, ganz zu verschwinden. Oder er wandelt sich, ändert die Form und wird zu einer Last, die leichter zu tragen ist. Ein Freund, der Trost spendet, ein weiches Bett oder ein Teller mit Keksen können den Unterschied machen. Denn sind wir mal ehrlich, Kekse machen alles besser. Sie ist voller Polaroids. Welch eine Überraschung. Mom hatte ihre Kamera überall dabei. Und ratet mal, wer ihr Lieblingsmotiv war. Da ist sie. Meine Mutter Morwen. War sie nicht schön? Oh, das war nach Tristans seltsamer Besessenheit davon, Seiltänzer werden zu wollen.
Ging nicht gut für ihn aus, was niemanden überrascht hat. Er ist wirklich ein Hornochse. Aber er ist mein Hornochse. Was zur Hölle? Wer ist das? Okay. Was schimmert da hinter diesen Kisten? Was ist das für ein seltsames Licht? Ich räume sie zur Seite. Boah, das wird mir keiner glauben. Neugierig und nicht ganz ohne Angst näherte sich Prim dem Kreis aus Licht, der sich vor ihr gebildet hatte. Doch bevor sie ihn erreichen konnte, stand er da. Aus dem Portal trat ein Skelett in schwarzer Kutte. Augen so schwarz wie die Nacht. Und mit einer Stimme, die mehr in Prims Kopf erklang als in ihren Ohren, sprach das Monster zu ihr. Ich bin der Tod, dein Vater. Und von nun an befindest du dich in meiner Obhut. Menschen haben nicht die leiseste Ahnung, wie sie reagieren sollen, wenn sie dem Sensenmann begegnen. Nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten entscheiden sich die meisten von ihnen für das Naheliegendste. Sie fallen tot um. In Prims Fall hatte Thanatos jedoch dafür gesorgt, dass das nicht passieren würde. Und so starb sie, als sie ihn traf. Nur ein kleines bisschen. Und sie verwandelte sich. Gerade genug, sodass er sie mit in sein Reich nehmen konnte. Und als ihr lange verschollener Vater sie durch das Portal trug, ließ Prim ein ganzes Leben zurück. Einen treuen Freund und eine kaputte Kamera. Prim? Prim! Egal wie oft und wie laut Tristan nach ihr rief, Prim blieb verschwunden. Oh, armes Kind. Sie wusste es noch nicht, aber Prim wurde an einen Ort gebracht, den Sterbliche normalerweise nur zu Gesicht bekommen, wenn sie das Zeitliche segnen. Das Reich der Toten. Alles Gute zum Geburtstag, Prim. Kann ich eintreten? Als ob du es lassen würdest, wenn ich Nein sage. Komme ich ungelegen? Du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Wir haben das bereits besprochen. Unzählige Male. Ja, aber du hörst nicht zu. Ich weiß, dass heute ein besonderer Tag für dich ist. Ich nehme an, du hast deinen Geburtstag stets mit deiner Mutter gefeiert. Was weißt du schon? Du hast sie umgebracht! Ich bringe niemanden um, Prim. Das schaffen die Menschen ganz alleine. Ich helfe ihnen lediglich beim Übergang ins Totenreich. Und warum kann ich sie dann nicht besuchen? Auch darüber haben wir gesprochen. Deine Mutter befindet sich in Elysium, auf der anderen Seite des Flusses. Dort endet mein Einflussbereich, genau wie deiner. Sie ist außerhalb unserer Reichweite. Also, ich wollte, dass du die hier bekommst. Sie ist nicht eingepackt, so wie du es vielleicht gewohnt bist. Aber sie ist bereits seit langer Zeit im Besitz unserer Familie. Sie wurde von Generation zu... Was soll ich mit einem dämlichen Taschenmesser? Nun, zunächst ist es eine Sense und kein Messer. Mir egal. Den ganzen Tag warst du weg und platzt nun rein, um mir eine blöde Sense zu schenken, die so nutzlos ist wie der ganze andere Müll, von dem du willst, dass ich damit meine Zeit verschwende. Ich sehe, du bist gerade nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung.
Ich werde später wiederkommen. Ich muss ohnehin... Warte. Ja. Ich gehöre hier nicht hin. Alle Seelen gehören hierhin. Irgendwann. Das ist die Natur der Dinge. Ein Mädchen als Geisel nehmen. Sehr natürlich. Du bist keine Geisel. Ich bin dein Vater. Jetzt, da deine Mutter sich nicht mehr um dich kümmern kann, ist es zu meiner Aufgabe geworden. Und ich kann das nur in meinem Reich tun. Ich darf meine Arbeit nicht vernachlässigen. Aber... Genug! Mein Entschluss steht fest. Ich hatte ein Leben. Und du hast es mir gestohlen. Ich hatte... einen Freund. Es gibt unzählige Geschöpfe in meinem Reich. Ich werde dir erlauben, sie kennenzulernen, so dass du neue Freunde finden kannst. Aber natürlich erst, wenn du mit deinen ohnehin zwecklosen Fluchtversuchen aufhörst. Da kannst du warten, bis du tot umfällst. Sehr lustig. Kann ich Tristan nicht wenigstens besuchen? Auf gar keinen Fall. Es ist zu gefährlich. Gefährlich? Ich kann auf mich aufpassen. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Möglicherweise hast du dich verändert. Meinst du die Haare? Das ist doch halb so wild. Nein, das ist es nicht. Hast du in letzter Zeit irgendwelche anderen Veränderungen an deinem Körper bemerkt? Oh, Thanatos, widerlich. Ich nehme an, das ist ein Nein. Das ist ein kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Hier gibt es nichts zu tun. Erwartest du von mir, den ganzen Tag nur rumzusitzen? Ich wusste, ich würde nicht viel Zeit für dich erübrigen können. Also habe ich in Erwartung deiner Ankunft ein breites Spektrum an Lern- und Spielgeräten zusammengestellt, das dir zur freien Verfügung steht. Das ist mehr, als jedes Kind wollen könnte. Ich bin aber kein Kind mehr. Geht das nicht in deinen hohlen Schädel? Was soll ich mit einem Schaukelpferd? Nun, es ist ein Spielzeug mit einer faszinierenden Historie. Die ersten Exemplare reichen bis ins Mittelalter zurück. Ihre Funktionsweise ist so simpel wie zeitlos. Man klettert in den Sattel und durch das Verlagern des eigenen Körpergewichts. Es ist sinnlos, Thanatos. Mit dir zu reden ist sinnlos. Mein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du jetzt, über mich zu bestimmen? Ich musste euch verlassen, um meine Pflicht hier zu erfüllen. Deine Mutter hat das verstanden. Tu nicht so, als würdest du sie kennen! Und doch ist es die Wahrheit. Nachdem wir unsere... Liaison beendet hatten... Eklig. Erspar mir die Details. Allein die Vorstellung... Wir einigten uns darauf, dass du mit ihr in der Welt der Lebenden bleiben würdest, während ich mich weiter meinen Verpflichtungen widme. Aber jetzt ist sie fort. Und hier sind wir nun. Ja, hier sind wir. Alles, was du sagst, klingt nach faulen Ausreden. Du hast uns verlassen. Mein ganzes Leben hatte ich keinen Vater. Und das war manchmal ziemlich hart. Aber im Großen und Ganzen ging es mir gut. Denn ich hatte Mom. Weißt du, was noch schlimmer ist, als keinen Vater zu haben? Herauszufinden, dass man einen hat, der aber eine riesige Enttäuschung ist. Und du kannst deinen stinkenden schwarzen Bademantel darauf verwetten, dass ich einen Weg zurückfinde. Mit oder ohne deine Hilfe. Du behandelst mich gefälligst mit Respekt. Hätte ich mit meinem Vater so gesprochen. Oh, war dein Papi gemein zu dir? Vielleicht bist du deshalb ja so ein Versager auf dem Gebiet. Genug! Ich habe mein Bestes versucht, nett zu ihr zu sein, Morven. So wie ich es versprochen habe. Und was hat uns das gebracht? Ich wusste es. Der Tod und ein Kind? Es ist eine lächerliche Idee, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich habe Wichtigeres zu tun. Der beste Ort, um deine Sicherheit zu garantieren, Kind, ist dein Zimmer. Und das wirst du nicht mehr verlassen, bis ich es erlaube. Toll. Toll! Er hat die Tür wirklich von außen abgeschlossen. Ich muss einen Weg nach Hause finden. Aber zuerst muss ich aus diesem Zimmer raus. Was war das?
Wie ist das denn hierher gekommen? Was bist du denn für ein... etwas? Scheu das kleine Ding. Warte nur, dich kriege ich noch.